So, hallöchen Leute, willkommen zurück. Wir sind immer noch bei diesem armen, wehleidigen Menschen, den wir leider nicht helfen können und den wir auch nicht erlösen können. Wir müssen die Gravitationsfelder ausschalten. Okay, die Batterie hilft da nicht. Aber ich finde es interessant, dass wir hier wirklich so viele Batterien gestellt kriegen. Irgendwie funktioniert gerade auch mein Livestream nicht auf Twitch. Er zeigt mir zwar an, dass er Daten sendet, aber ich kann ihn zumindest selbst nicht sehen. Keine Ahnung warum. Hier haben wir noch Credits. Noch mehr Credits. Moment. Schade, ich wollte eigentlich den mit Druck gegen den anderen Typen hauen. Aber da lag doch gerade noch was, wenn ich richtig gesehen habe. Wir kriegen schon wieder Munition, das ist nicht gut. Ist das hier der einzige Weg, oder? Ja, scheint so, okay. Zum Arsenal. Auf hier rum zu krabbeln. Meine Fresse. Wollt ihr eigentlich Munitionslager? Ihr könnt damit eh nichts anfangen. Ja, also Livestream wird irgendwie nicht übertragen. Vielleicht kann ihn ja doch jemand sehen. Vielleicht will nur mein Internet es gerade nicht zeigen. Ich habe keine Ahnung. So. Wir wurden auf jeden Fall erstmal darum gebeten, hier weiterzumachen und gleichzeitig auch nicht zu fliehen, sondern den Marker zurück auf den Planeten zu bringen. Wobei man schlichtweg momentan sagen muss, und es dann nicht einmal schaffen. Das ist ja der Punkt, der mir nicht in den Kopf geht. Weißt du, es sind Soldaten hier alles. Also gut, wenn man so Überraschung. Ich meine, es war ja nur einer in dem Shuttle drin. Wieso bin ich hier in einem Schießstand geraten? Achso, die blauen darf ich nicht kaputt schießen. Blau nicht. Blau nicht. Aber schön, dass ich auch unendlich Muni habe. In einem Plasma-Cutter, was ja, glaube ich, keine richtige Waffe eigentlich ist, sondern eher ein Werkzeug. Aber ich habe doch alle erwischt. Wieso habe ich denn... nicht volle Punkte? Oder muss ich die blauen doch? Aber die blauen sehen für mich jetzt unschuldig aus.
1000 von 1000 Punkten. Das ist alles, was ich dafür kriege? Munition? Man, da steht noch Level 1, ich weiß aber nicht, wie ich zu Level 2 kommen kann. Ah, es fängt mit Level 2 an. Okay. Nein. Der Vorteil ist natürlich auch, dass ich hier nicht nachladen muss. Wir raten, es geht bis Level 3. Noch mehr Munition. Und ich kann einmal heilen, da kann ich wieder ein bisschen Munition tragen. Dann schauen wir uns jetzt natürlich auch noch Level 3 an. Das Minispiel hier nehmen wir voll und ganz mit. Jetzt komme ich wahrscheinlich ganz hinten. Nee, nicht ganz hinten. Nein, nein. 1400 brauchen wir jetzt. So. Nein, du nicht. Du. Und du. Level 3 geschafft. Gibt erste Hilfe. Wie sieht es mit unserer ersten Hilfe aus? Würde lieber erste Hilfe mitnehmen als den Scheiß. Okay, gibt's Level 4? Ja, es gibt Level 4. Nein, nein. 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 Auch nein. Nein. Hilfe auch geschafft. Rubin, das heißt Geld. Könnte es sein, dass wir auch noch ein gutes Schemata herbekommen? Ich hoffe mal, dass jetzt hier nach ein Schemata kommt. Moment. Fernen, 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 fernen. So, die Rubinplatte und Level 5. Nein, nein. Oh Gott, jetzt geht's echt schnell. Ich bin nicht sicher, ob ich schon noch alle erwischt habe. Zwei Stück habe ich verfehlt, okay. Puh. Wir versuchen jetzt ein bisschen mehr zu konzentrieren und dies zu erwischen. Also ich könnte es stiller sein. Und. Nein. Oh, geschafft. Was bekomme ich? Energieknoten, wow. Gibt es Level 6? Alter. Nee, gibt es nicht, okay. Nee, das ist uninteressant jetzt. So, wir nehmen mit, was wir wieder mitnehmen können. Aber schön, dass sie natürlich noch so ein Minispiel hier eingebaut haben. Wow. Bringt das hier überhaupt nicht aus der Atmosphäre.
Naja, was soll's. Gibt immerhin noch ein paar extra Sachen. Das ist aber ein schönes Beinchen. Erwartet mich denn schon wieder hier? Ich höre doch schon wieder eine Tür sehr schnell auf und... So habe ich das Gefühl, dass wir hier ein paar Mal verrecken werden. Müssen wir wirklich einfach nur auf der anderen Seite durch? Du hast den Raum raus. Ihr wart das. Ich wollte gerade sagen, was war das denn hier gerade auf ein anderes Geräusch? Da hinten. Wow. Es ist schon leicht unfair, wenn diese Viecher genau über einen rauskommen. So ganz leicht zumindest. Gucken wir erstmal hier. Dürfte eine Sackgasse sein. Munition und noch einen Knoten. Wir bekommen jetzt gerade sehr viele Knoten. Also wirklich sehr viele. Was kein so gutes Zeichen ist. Genauso schlecht ist das, dass wir hier so viel Munition bekommen. Ich meine, gut. Einerseits ergibt es Sinn. Wir sind halt auf dem Militärschiff. Andererseits ist es halt immer noch ein Videospiel. Oh Gott, der wird gleich hier runterkommen irgendwo. Der wird mich gleich irgendwo auf jeden Fall angreifen. Das steht da schon mal fest. Heißvoll. Ich nehme aber lieber die Heilung mit. Heilung ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Als Munition, wo ich nicht mal die Bast in der Waffe farb. Woran ich ehrlich gesagt ja auch selbst schuld bin. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt geht's los, wa? Gleich wieder ein Fall von Quarantäne. Wie so oft. Ich will, dass ich da weitergehe. Okay. Mein sehr schönes Gimmick, dass diese Türen trotzdem funktionieren. Ach, das sind hier die Schlafgemache, ne? Wie schlafen die Soldaten alle? Hi.
schwierig. Das geht auch für dich. Hallöchen, mein kleiner Freund. Okay, das war's. Ich finde das Aufsammeln so extrem geil. Weil man kann direkt, wenn man sie in der Chinese, ich sag mal, berührt hat, aufsammeln. Also, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, das will ich aufsammeln. Dann kann ich direkt A drücken und muss nicht erst warten, bis das Ding komplett zu mir geflogen ist, um A zu drücken. Wobei natürlich zweiteres mehr Sinn ergibt. Deutlich mehr Sinn. Moment. So. Wir haben zwei kleine, glaube ich, gehabt. Ich habe jetzt einfach mal eins benutzt. Da lag auch wieder etwas. So, ich habe am Anfang ein bisschen vorsichtig geschossen, weil ich den Fetten nicht zum Platzen bringen wollte. Ich hasse diese kleinen Mistinger. Ich glaube, die hätten, diese fetten Dinger hätten es uns auch deutlich erschwert. Was? Achso, hier war auch ein... Ne, ich habe jetzt gerade das Textdokument, was hier lag, aufgenommen, ne? Verschlusssache, Priorität schwarz von Chief of State, Earth Defense. Operation White Light, also Operation Weißes Licht, Schauplatz, Aegis-System, Planet wird nachgereicht. Ziel Säuberung. CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Spezialops hat System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Es nervt so ein bisschen, dass es am Wackeln ist. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Regelsystem ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Okay. Die Erde kennt also theoretisch die Marker bereits. Das, was wir als Isaac gerade nicht wissen. Wir wissen nicht, was ein Marker ist. Die auf der Ishimura wussten nicht genau, was ein Marker ist. Die wollten das Ding untersuchen. Die auf der Erde wissen aber anscheinend, was der Marker ist. Denn hier steht drin... wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlicher Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Sie gehen also wirklich davon aus, dass man sagt also, dass wenn der Marker geborgen wurde, eine tödliche Infektion ausbrechen kann. Man kennt diesen Marker also bereits. Die Frage ist, wieso berichtet man nicht für die anderen einfach mal schlichtweg darüber, damit diesen Marker halt nicht erst an Bord nehmen oder ähnliches. So dem Motto, ey, wir wissen, was ihr da gefunden habt, lasst es da mal liegen. Weil es ist auch Schwachsinn, uns diese Dinger jetzt bergen zu lassen und dann ein Militärschiff hinterher zu schicken, um uns mehr oder weniger dann wieder beiseite zu räumen. Gleichzeitig hat das Militärschiff gewusst, dass bei uns eine Infektion ausgebrochen sein kann, nimmt einfach irgendeine Rettungskapsel auf, wobei es weiß, dass bei uns eine tödliche Infektion ausgebrochen werden kann. Eine Infektion, es ist ja nicht mal einfach so, als wären wir von feindseligen Aliens übernommen worden. Nein, es ist eine Infektion ausgebrochen. Man könnte sich also unter Umständen anstecken. Aber das Erste, was wir machen, irgendeine Rettungskapsel aufnehmen. Diese öffnen. Punkt 1. Das ist ganz wichtig. Diese öffnen. Man hätte diese Rettungskapsel zwar durchaus aufnehmen können, man hätte sie aber ja nicht öffnen müssen. Öffnen. Denn da drin ist halt, man weiß halt nicht, was los ist. Man hätte warten können, bis die Ishimura antwortet oder
Einfach schon mal so ein kleines Schiff losschicken. Sobald der Kontakt abreißt zu diesem Schiff mit den Leuten, sagen, okay, wir springen diese Ishimura einfach in die Luft. Scheiß drauf. Und dieses Schiff hier hatte also deutlich mehr Informationen. Wir können den immer noch nicht erlösen. Als die Ishimura und stellt sich so hardcore blöd an. Und die Erde weiß anscheinend halt auch schon, was ein Marker ist. Wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht direkt. Wir haben zwar so leichte Bilder gesehen. So Holo-Bilder, sag ich mal. Und auch des Öfteren schon mal was davon gelesen. Und wir sehen ja auch das Ergebnis davon. Aber genau was es ist, wissen wir nicht. Okay, was ist das hier? Trainingsraum. Extreme Strahlungslecks registriert. Aber wie dumm und unvorbereitet kann man denn bitte schön auf so eine Mission gehen? Zumindest jetzt als Militärschiff. Ich meine ja jetzt, wir wurden hingeschickt, weil die ein Problem haben und wir dann reparieren sollten. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Darum sind ja wir als Techniker dahin geschickt worden. Aber einfach, wow. Ah, guck mal, der Livestream geht endlich. Sieh mal, guck, hat ja auch gar nicht lange gedauert. Okay, wir müssen natürlich da lang, wo es so hardcore bebt und am Feuern ist anscheinend. Also darüber könnte ich mir jetzt echt stundenlang aufregen, wie blöd doch die Besatzung dieses Schiffes ist. Aber gut, es sind Soldaten. Man erwartet von Soldaten auch keine Intelligenz, sondern Gehorsam. Intelligenz ist sogar eher fehl am Platz. Zumindest für die untere Schiene der Soldaten. Bei einer etwas höheren Schiene, so Generäle oder so, brauchen dann wahrscheinlich schon etwas mehr Intelligenz. Hieran kann ich mich auch noch ganz leicht erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, was es hier mit auf sich hatte. Muss ich gerade zugeben. Ich weiß aber, dass es nicht sehr angenehm war. Also an diesen Scheiß hier kann ich mich erinnern. Wait, what? Warte, bin ich jetzt hinter den Dingern sicher oder nicht? Dürfte mir doch theoretisch die Beine wegreißen. Ah ne, bin dahinter sicher, okay. Moment. Da sind nämlich irgendwelche Schaltkisten. Nicht, ob ich den schon getroffen habe. Ich glaube, ich von hier aus auch, glaube ich nicht. Lässt sich denn so eine Scheiße hier einfallen? Nichts.
Ja, und jetzt? Soll ich hier wirklich vorangehen? Oder wie? Also der Scheiß wird wahrscheinlich ein Instant Death sein. Oder auch nicht. Tut aber schon ganz schön weh. Ich sterbe gerade echt nicht, was die von mir wollen. Wow. Jetzt werde ich getroffen. Zweimal. Schön, dass ich hier aber auch überall getroffen werde, egal wo ich stehe. Ey, ist es einfach nur Ziel, hier durchzukommen? Wofür kann ich dann die Dinger kaputtballern? Ich bin es gerade schon dezent probiert, ne? Schön, wie das Spiel mir jetzt sagt, ich bin falsch. Und jetzt wieder da hoch soll. Statt mir mal genau zu sagen, was ich überhaupt zu tun habe. Ja, dürfte ich bitte? Nein? Okay. Nur auf die andere Seite gemusst, dann wäre ich sicher gewesen. Glaube ich. Ich verstehe trotzdem noch nicht so richtig, was ich hier zu tun habe. Möchte ich mal anmerken. Aber wir können natürlich diese Dinger da versuchen kaputt zu ballern, allerdings weiß ich nicht, wie ich die hundertprozentig kaputt kriegen soll, ohne mich zu verbrennen. Ja. Den letzten komme ich jetzt von hier auch schon mal so nicht mehr dran, habe ich das Gefühl. Warte, hier muss ich noch hinterstehen können. Ich wollte gerade sagen, dich habe ich vorhin auch noch kaputt bekommen.
Ach, ich kann es doch nach vorne. Oh Gott, vergesst es. Ich dachte gerade, ich kann die Dinger nicht nach vorne schieben. Wenn ich die Dinger allerdings nach vorne schieben kann, macht es das alles deutlich einfacher. Oh Gott, war das nubig. Ich konnte gerade nur links und rechts damit laufen. Und der Raum... Doch, da war auch was drin. So. Aber sonst war da unten noch nichts. Aber, für die Leute auf YouTube, wir tun uns das hier jetzt beim nächsten Mal nochmal weiter an. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.